Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und zum zweiten Teil der Y-Kollektiv-Doku übers Rentnerleben oder so ähnlich. Hallo, Tomate. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Genau, wir schauen nochmal unser Rentendesaster, warum wir länger arbeiten und mehr zahlen müssen. Und bisher ging es in den ersten 14 Minuten von dieser Doku eigentlich nur um ziemlich viel Käse. Also richtig viel inhaltlich wurde nicht gesagt. Also so richtig Zahlen und Statistiken zum Thema Rente fehlen hier gänzlich. Und was wurde gezeigt, irgendwie so einzelne Leute ausschnittsweise und was die zum Thema Rente bewegt. Also es ging jetzt zum Beispiel um einen Typen, der ist Volkswirtschaftler, 22 und würde sich wohl irgendwie einsetzen. Dann wurde aber weggeschnitten. Dann ging es um einen Frugalisten, der selber vorsorgt. Auch das wurde Das war schon relativ, relativ ausführlich, fand ich. ja, aber dann gleichzeitig wieder nicht ausführlich genug, also das schwankt hier sehr stark. Irgendwie könnte sich nicht auf ein Thema einigen. So typisch Y-Kollektiv-mäßig. Gut, und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht in diesem ersten Teil. Also dann, viel Spaß. Tatsächlich fragen sich viele, ob sie sich auf die staatliche Rente verlassen können, so wie hier in Köln. Hallo, darf ich euch was fragen zum Thema Rente? Du hast bestimmt. Auf gar keinen Fall, Leute. Du siehst richtig, dass die Leute einen Bogen um das Thema machen. Ja, vielleicht auch um uns, aber tatsächlich viel Frust und Ratlosigkeit. Wenn ich halt so an meine Rente denke, denke ich mir, gut, bis ich so alt bin, weiß ich nicht, wie viel dann überhaupt, also wie es dann überhaupt aussieht. So viel Vertrauen, dass ich eine staatliche Rente haben werde, habe ich nicht. Das ist sehr beunruhigend, deswegen habe ich da eher ein schlechtes Gefühl. Wie lange ist das jetzt bis 67? Ja. Ja, ich denke, wir müssen länger arbeiten. Mit der staatlichen Rente rechnen wir eigentlich nicht mehr. Da setzen wir nichts drauf. Ich kann es. Kann ich mich nur anschließen. Also bin ich erstaunt, dass Sie das alle jetzt so durch die Bank sagen. Das ist Aber krass. finde ich gut. Also auch dieses, dass wir länger arbeiten werden müssen. Auf Das jeden wird Fall. definitiv so kommen. Ja, also mit diesem Thema Rente bis 67, das wird auf jeden Fall nochmal erhöht werden. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, bei uns ist es dann irgendwann tatsächlich bis 70 Wir oder werden die so. 70 knacken. Ja. Das ist übelst krass. Also vor Währenddessen allem in bei, Griechenland so 62. ja, vor allem bei Berufen wie Bauarbeiter oder Pflege oder was weiß ich, also die sehr körperlich sind, da kannst du das ja gar nicht machen. Also machst dich ja völlig kaputt. Das ist ja schon mit 67, finde ich, ziemlich utopisch. Ja. Also wenn du einen Bürojob hast, ja, selbst da, du bist einfach kognitiv dann auch nicht mehr so fähig. Also das wird schon alles wild, richtig wild. Na gut, der Deutsche darf blechen. Und dann immer dieses Argument, naja, du musst ja nicht dauernd auf dem Dach rumjechen als Dachdecker, sondern du kannst ja dann den Betrieb leiten oder die Abteilung leiten. Naja, aber wenn du 10 Arbeiter hast, dann schafft das halt einer, aber die restlichen neun, Ja, eben. ja, Und vor was machst du allem, mit denen? was ist, wenn du dazu gar nicht qualifiziert bist? Also wird ja auch massig Arbeiter geben, die halt gering qualifiziert sind. Die können dann keine Leitungsposition im Rentenalter erledigen. Ja, und vor Oder allem, die halt keine Lust drauf haben, weil es einfach nicht das ist, was sie machen wollen. ja. Also. Und vor allem, vielleicht wollen sie erst recht nicht im Rentenalter eben dann irgendeine Leitungsposition haben, sondern eher einen ruhigeren Schuh spielen, weil Leitungsposition hat natürlich auch was mit Stress und Druck zu tun. Ah, das wird alles strange mit den 70 Jahren. Auf jeden Fall. Leider nicht anders sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir jungen Leute bei der Rentenpolitik im Regen stehen gelassen werden. Ich mache kurz Pause wegen Copyright, Musik-Gedöns. Okay, gut. Hier an der Ruhr-Uni Bochum lehrt einer der prominentesten Kritiker der deutschen Rentenpolitik. Martin Werding ist Rentenexperte. Als Wirtschaftsweiser sitzt er im Oh Sachverständigenrat, mein berät Gott, die das will. Bundesregierung und legt sich gerne mit ihr an. Die Wirtschaftsweisen, die noch nie irgendwas richtig gehabt haben mit ihren Vorhersagen in der Wirtschaft. Ja. Aber Mein jetzt wird es ja Gott, das wenigstens will. mal interessant. Jetzt wird irgendwo mal ein Experte interviewt. Endlich, hier hast du endlich mal eine Grafik. Was haben wir hier? Ja. Standardrentenniveau, Netto vor Steuern. Rentenniveau und Beitragssatz steht da drüber. Ich hoffe mal, das wird alles erklärt. Wir lassen vielleicht erstmal noch kurz weiterlaufen. Oh, Moment, bin ich hier richtig? Ich habe meine Kinder vor Augen. Ich sehe hier die Studierenden, die sind genauso alt wie meine Jungs. Und dann denkt man schon, das kann man mit denen nicht machen. Lehrenden, okay. Das Problem ist längst Ja. bekannt. Seit den 50er Jahren haben wir einen klaren Alterungstrend. Früher finanzierten 6 Beitragszahlende einen Rentner, bald. Sechster Beitragszahlende. Ah, ich hasse es. Ja, es ist so schlimm. Und der Typ ist auch lost mit seinen Studierenden. Na gut. Das Schlimme ist ja, in den Unis wirst du ja als Mitarbeiter sogar angehalten zu gendern, auch die Professoren. Also, wobei man sagen muss, ehrlicherweise, den Professoren steht es trotzdem frei, in der mündlichen Rede einfach zu sagen, die Studenten.
Also ich glaube, selbst wenn die das schriftlich machen würden, würden die jetzt nicht so hart einen auf den Deckel kriegen. Na, die würden halt irgendwann gefragt werden, warum machst du das? Ja, gut, und das könnte dann unliebsam werden, ja, das stimmt. So, was haben wir hier? Weiß 6 Leute haben einen Rentner finanziert damals in 50ern. Dann 4, ein in 1970ern, 95, 4:1 immer noch. Jetzt 3. Wir sind jetzt 1, so wahrscheinlich 1. bei 2,5:1 oder irgendwo so. Ungefähr. Ja, irgendwie sowas. Und das, ja, wird sich halt auch massiv verschlechtern, eben durch halt auch die Migrationspolitik, sage ich nach wie vor. Weil die Leute, ja, die alle zu uns kommen und die ganze Zeit eben nichts einzahlen, werden ja aber auch irgendwann zu Rentnern. Also ja, das ganzen, Problem ist ja, du hast jetzt ja hier, was hatten sie vorhin gesagt, 20 Millionen Rentner? Ja. Du hast jetzt, glaube ich, 13, 14 Millionen Leute, die arbeiten. Hm. Also die arbeiten über hier Aufstockung und sowas. Ja. Also das ist ja schon fast am 2:1 Verhältnis dran. Und wie du schon sagst, dann noch die ganzen Migranten damit irgendwie jetzt salopp gesagt durchfüttern. Also das kann nicht mehr lange gut gehen. Also bis 2050 geht es auf jeden Fall überhaupt nicht gut. Nee, auf keinen Fall. Das ist gefährlich, denn im Umlagesystem sind die Rentenkassen eigentlich immer leer. Also das heißt, was jetzt im Juni an Beiträgen gezahlt wird, das wird im Juli direkt wieder ausgeschüttet an die Rentner im Prinzip? Annähernd so. Also das System hat Reserven, die für etwas mehr als einen Monat ausreichen würden. Falls dann keine Beiträge mehr kommen, könnte man so lange die Renten weiterzahlen. Mhm. Um das System zu retten, könnte man das Rentenniveau herabsenken, also vereinfacht die Renten kürzen. Das will die Bundesregierung aber nicht, auch nicht für Besserverdienende. Das wird teuer für uns, meint Martin Werding, denn dadurch müssen die Rentenbeiträge steigen, also der Anteil vom Lohn, den Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen einzahlen. Und laut seinen Prognosen sogar noch drastischer, als die Regierung zugibt. Wir sind hier bei 18,6, genau. Ja. Das ist das jetzige Niveau, bleibt uns auch noch 2-3 Jahre. Und dann kommt ein Sprung ganz schnell an die 20% heran, das ist diese Linie. Und danach bis 2040, 50, 60 immer weiter. Aber ist das sozusagen ein Horrorszenario oder ist das schon... Das ist eigentlich noch kein Horrorszenario. Also man kann hier eine ganze Reihe von Annahmen noch ungünstiger treffen. Hier drin steckt die Erwartung, dass wir viel Zuwanderung haben. Hier drin steckt die Erwartung, dass sich der Anstieg der Lebenserwartung zuletzt dauerhaft etwas eingebremst hat. Hier steckt die Erwartung drin, dass die Frauenerwerbsbeteiligung weiter steigt. So, ich finde die Grafik jetzt ja wirklich ganz spannend. Ist sie bei dir auch gerade zu sehen? Entschuldigung, ich war gemutet. Ja, bei mir ist sie auch zu sehen. Also wenn ich das richtig verstehe, werden wir, egal wie es kommt, mehr einzahlen müssen in die Rente. Und der Rentner, was er hat, netto vor Steuern, das wird trotzdem im besten Fall konstant bleiben, wahrscheinlich aber eher sinken. Ja. Wenn, okay, gut. Wobei man dazu sagen muss, so fair muss man sein, das ist ja auch nur so eine Prognose und ja, ob man Prognosen immer so trauen kann. Also du hast es ja selber gesagt mit den Wirtschaftsweisen. Was die prognostizieren, ist immer falsch, aber so eine grobe Richtlinie könnte das schon sein. Ich würde mich dann nur nicht auf die genauen Werte hier festlegen. Nee, aber ich würde sagen, dass wir in Zukunft mehr zahlen müssen in die Rentenkasse, würde ich sagen, definitiv. Das wird passieren. Ja, safe. Und dass du wiederum weniger Rente bekommst, verglichen zu den Vorgängern von deinem ehemaligen sozusagen 100% Gehalt. Ja. Auch das. Also krass, das geht gar nicht. Überleg mal, wir sind jetzt schon über unter 50%. Ja, das geht gar nicht anders, halt durch die Bevölkerungspyramide, durch die Alterspyramide, weil immer weniger Kinder geboren werden und eben gleichzeitig die unqualifizierte Zuwanderung. Also, ja, das wird so eintreffen. Ja. Halten wir fest, die Jüngeren müssen wohl mehr einbezahlen, ohne selbst eine Aussicht auf eine gute Rente zu haben. Also eine Lose-Lose-Situation für uns. Ein ziemliches Desaster, das man am liebsten verdrängen würde. Aber, dass die Kohle im Alter nicht reicht, diese Gefahr droht vielen von uns. Schön, dass ihr gekommen seid. Was es heißt, von der eigenen Rente nicht leben zu können, das erlebt Carina jede Woche. Wir begleiten sie heute in Hennef in der Nähe von Bonn. Wir packen jetzt die Tüten für unsere Senioren in uns. Und Rosa hilft mit, oder? Ja, genau. Und Rosa hilft mit, auf jeden Fall. Mit Rosa und anderen Freiwilligen vom Verein Obstkäppchen liefert Carina Lebensmittel direkt nach Hause. Nudeln, Brot, aber vor allem frisches Obst und Gemüse, denn das ist vielen zu teuer. Zum Beispiel so eine Ananas. Ich glaube, dass das viele Seniorinnen und Senioren sich nicht leisten können, aber gleichzeitig auch... Diese Doppelnennung geht mir so auf den Zeiger. Da weißt du auch wieder genau, wo die junge Frau unterwegs ist. Ja. Redet die wirklich so? Ja, macht die das nur vor der Kamera, fragt man sich, oder ist die einfach so bekloppt drauf? Ich vermute irgendwie beides. Also, da, ja, die wird sich extra Mühe geben vor der Kamera, aber die wird auch irgendwo ideologisch so drauf sein.
Ja, der Weg in die Hölle, ne? Ist mit guten Absichten gepflastert. Ja. Ein bestimmtes Budget noch im Monat übrig ist. Altersarmut ist selten sichtbar. Bei Carina war es eine Pfandsammlerin, die sie aufgerüttelt hat. Es war eine ganz süße, elegante Dame, von der man niemals gedacht hätte, dass sie sich gleich im nächsten Moment über den Mülleimer beugt und nach Pfand sucht. Ja. Das habe ich in dem Moment so getroffen, dass ich einfach nur dachte, wie kann es sein, dass hier in diesem Land das die Lebensrealität von ganz vielen Personen ist. Etwa 400 Seniorinnen und Senioren besucht Obstkäppchen in 7 Städten Monat für Monat. Und jetzt hattest du gesagt, es gibt auch bei vielen Leuten eine gewisse Hemmschwelle, diese Hilfe auch anzunehmen. Ja. Warum? Ja, da spielt natürlich immer das Thema Scham mit rein. Wir hatten schon viele erste Besuche, wo dann die Seniorinnen angefangen haben zu weinen, weil sie auf der einen Seite beschämt waren und sich auf der anderen Seite gefreut haben und dann irgendwie auch nicht richtig mit der Situation umgehen konnten. Wir fahren zu Roswitha. Auch für sie war es anfangs eine Überwindung. Hi! Seit 5 Jahren kommt Carina zu der 73-jährigen Rentnerin und ihren beiden Hunden. Roswitha wohnt zur Miete im Erdgeschoss des Hauses. Oh, ein Ananas, das ist ja toll. Hast du schon ein bisschen was für, wenn es draußen nicht Sommer ist, wenn ich was für sogar so ein Ananas-Schädel. Echt? Ja. Ja, perfekt. Oh, danke schön. Sehr, sehr gerne. Legen wir direkt hier rüber auf den Obstteller. Der ist nämlich leer. Ist ja klar, so kurz vor dem Essen. Kurz vor dem Monatsessen, glaube ich. Ganz schön. Ich will gar nicht drüber reden. Im Monat muss Roswitha mit knapp 1000 Euro auskommen. 365 Euro Rente, der Rest vom Sozialamt. Ja, das ist dann ja der Wohnbereich. Dann hast du noch Schlafzimmer und Badezimmer? Ja, oben wohnt jemand anders. Ach, mein Schlafzimmer ist da. Im Bambi-Bett schlafe ich da. Ach, da drüben, ja. Ihre Rente hatte sich Roswitha anders vorgestellt. Gelernt hat sie Einzelhandelskauffrau und ihr Leben lang gerne gearbeitet. Ja, schön, Dank. Das ist ganz lieb. Ja, dann habe ich hier und da Jobs angenommen, Reinigung, Wäscherei, alles, was sich so angeboten hat. Und dann habe ich auch in der Reinigung angefangen. Dann hatte die Inhaberin zu mir gesagt, kann das sein, dass du schwanger bist? Mit 19 bekam sie ihren Sohn, den sie alleine großziehen musste. Der Vater hat mich halt dann sitzen lassen. Er hat dann gesagt, das wäre nicht von ihm. Ja, so fing das dann an. Der Kreislauf mit Sozialamt. Kinderbetreuung, Schicksalsschläge, Krankheiten. Roswitha hat trotzdem gearbeitet. Leider zu oft in Jobs, in denen kaum oder gar keine Rentenbeiträge gezahlt wurden. Das Ergebnis? Altersarmut und immer abhängig vom Sozialamt. Ja, und immer abhängig vom Staat, ne? Ist doch schön. Ja, willst du dazu noch was sagen? Du wirst ja nie irgendwie ein mündiger Bürger werden, ne? Ja, genau, du bist nämlich so unmündig, hast du gesagt, so schön, wenn du halt vom Staat abhängig bist. Du hast gemeint, ich trage das vielleicht nochmal hier so vor, ich fand das mega cool. Vielleicht ist es auch irgendwo so gewollt, diese ganze Altersarmut, das Thema, weil du halt dadurch irgendwo ein Stück weit vom Staat abhängig bist, dass er dir noch Geld gibt und dann ein Stück weit auch politisch abhängig, würde ich meinen. Ja, und das sind halt die besten Staatsbürger in dem Sinne, die müssen halt ihr ganzes Geld ausgeben, was sie haben. Da kann nichts gespart werden. Das fließt alles wieder in den Konsumkreislauf zurück, während hier unser Frugalista mit den Aktien, der klingt sich ja mehr oder weniger fast komplett aus. Ne? Ja, also du würdest meinen, wenn das alle machen würden mit dem Frugalismus, dann wäre es verboten. Na, überleg mal, wenn alle nur ihr Geld an der Börse hätten und keiner geht mehr irgendwie physischen Wert schaffen, dann ist das Land ja vorbei. Da gibt es keine Busfahrer mehr und keiner steuert mehr den Zug oder was auch immer. Ne? Die würden alle zu Hause sitzen und auf ihren Rechner gucken, wie der GDP groß abmacht. Ne? Ja, und halt minimal arbeiten, nur um das zu erreichen. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, wenn überhaupt. Also ich glaube, ab einer bestimmten Geldgrenze brauchst du das auch nicht mehr. Ja gut, und der Staat verdient natürlich auch am Konsum an sich. Ich meine, durch verschiedene Steuern. Mehrwertsteuer, Ökosteuer, CO2-Steuer hast du nicht gesehen. Also da hast du ja bei 1000 Produkten 1000 verschiedene Steuern drin. Ja, das, von daher, wenn du die weitestgehend umschiffst, naja, dann sieht's düster aus. Ja, das stimmt. Und mit der Frau ist jetzt natürlich tragisch, braucht man nicht drum reden, ne? Ja, ist natürlich tragisch. Kann man gar nicht so viel zu sagen, deswegen haben wir hier auch jetzt nicht groß reingequatscht. Ja, dumm gelaufen. Also, tut mir leid, die Frau, was soll man da sagen? Es ist leider traurige Realität. Ja. Unterhalb der Armutsschwelle. Wie Roswitha sind Millionen Senioren auf Hilfe angewiesen. Das ist schon einmal eine super schwere Situation, ne? In der du bist. Ist nicht nur für mich, ich glaube, da sind noch viele andere. Und ich glaube auch, dass es noch viel mehr gibt, denen es noch weitaus schlechter geht als mir selbst. Tatsächlich kriegt. Und dann ist ja die Frage wirklich, also politisch, was tust du gerade, ne?
Also du hattest jetzt ja wirklich CDU, SPD, ein bisschen FDP in deinem langen Leben und jedes Mal wurde es beschissener für dich. Ja. Also welche Konsequenz ziehst du da draus? Ja, das ist so die große Tragik, also dass die Leute daraus nicht lernen. Also wählen halt trotzdem irgendwie so ihre altbekannten Parteien. Also ja, da wählen sie halt ausnahmsweise vielleicht mal statt CDU, SPD oder so, aber so richtig großes Umdenken ist da nicht. Es würde mir sogar gefallen, wenn die, oh Gott, wie heißen die, Grauen Panther waren das, glaube ich, ne? Diese Seniorenpartei. Ja, ja. Wenn sie die wählen würden, wäre auch völlig okay. Das wäre ja wirklich so, ich wähle nach meinen Interessen. Aber das machen die Leute wiederum auch nicht. Nee, so, das stimmt schon. Jetzt reicht es mir aber. Ja, es wird von der einen Partei zur anderen gewandelt. Ja, genau. Kriegen immer mehr Menschen die volle Härte des Rentensystems zu spüren. Altersarmut betrifft vor allem Frauen. Auch in unserer Generation, fürchtet Carina. Viele Leute in meinem Umfeld, die in Hetero-Beziehungen leben, haben immer noch eben diese Rollenverteilung, dass die Frau zu Hause bleibt bei den Kindern, auf jeden Fall fürs Erste, für die ersten Jahre, dann aber später nur. Okay, jetzt geht das wieder los. Boah, also die ist safe irgendwie linksideologisch drauf. Erstmal, viele meiner Freunde, die in Hetero-Beziehungen leben, wer sagt denn sowas? Also, ja. Wer sagt denn so einen Satz? Na gut, jetzt will ich die mal kurz der im Punkt machen lassen, dann können wir nochmal darauf eingehen. Erste für die ersten Jahre, dann aber später nur Teilzeit wieder einsteigt oder sonstiges, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber letzten Endes wird es eben dieses Defizit in der Rentenkasse von der Frau geben. Carina hat noch einen zweiten Job als Dozentin an einer Hochschule. Um nicht selbst in Altersarmut zu landen, packt sie seit Jahren Geld zur Seite. Aber ich finde es schon krass, dass man sich bei der Rente nicht auf den Sozialstaat verlassen kann. Hm, was sagst du zu dem Punkt? Also an sich hat sie da ja schon rein faktisch recht. Ich meine, es ist ja so, wenn du jetzt für dein Kind da bist, dann wird das ja eben, also da hast du keine Rentenbeiträge in dem Sinne wie der Normalarbeitende zur Rentenkasse. Und man könnte ja sagen, vielleicht, wenn man halt Familienförderung stärken will, dass das kann man da ansetzen, unbedingt. Genau, ja. genau. Dann könnte man halt sagen, man macht das eben als Ersatzleistung, zahlt man dann eben entsprechende Rentenbeiträge. Ich war vielleicht so ein bisschen getriggert, weil in ihrer Wortwahl, da klang für mich irgendwie, es klang immer nach Patriarchat. Also dieses. Ja, ja, dieses ja. Hier, die Frau geht dann weniger arbeiten in der, wie hat sie es genannt? Heteronormalen. In den Hetero-Beziehungen, ja, genau. Als würde das der Mann einfach mal so festlegen am Frühstückstisch hier, so Schatz, du bleibst zu Hause. Was ja, hat? Das ist das Ding. Als genau, würde man sich da nicht absprechen. Oftmals ist das ja eine abgesprochene, pragmatische Entscheidung. Ich meine, die Frau bleibt zu Hause, weil sie nun mal die Brüste hat, um den Säugling zu säugen. Ja. Und das ja auch wichtig, ganz wichtig ist eigentlich für die Mutter-Kind-Bindung in der ersten Phase, richtig, dass die Mutter richtig. Noch zu Hause ist. Und ja, zumal, wenn dann der Mann vielleicht womöglich mehr verdient als die Frau noch, dann fällt halt die Entscheidung leicht. Und ja, also das ist natürlich seltsam, dass es der Staat in all den Jahrzehnten nicht geschafft hat, so eine relativ einfache politische Maßnahme auf den Weg zu bringen. Weiß jetzt nicht, wie nennen wir das Kind? Ich will jetzt nicht Herdprämie sagen, Stillprämie, keine Ahnung. Mhm. Ja. Auf den Weg zu bringen. Damit hättest du ja sozusagen 50% der Bevölkerung auf deiner Seite. Ja, das ja. Es ist schon merkwürdig, dass der Staat das nicht macht, ne? Ja, ich das glaube stimmt. Nicht, dass wir die Ersten sind, die diese Idee irgendwo hatten. Es ist auch lustig, dass du es ansprichst hier, das Thema mit der Herdprämie. Also so wurde ja dieses Gesetz, was da, also das ging um das, ich glaube, Betreuungsgeld. Ach, war das wirklich das, so gefilmt? Oh Gott, das will genau, das genau, und das wurde nur so geframed von der Gegenseite, als von der linken Seite. Also das war so aus CSU, CDU rein, da gab es ja die damalige Familienministerin, die war noch ziemlich jung, die Frau. Ah, verdammt, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ja, ist egal. Auf jeden Fall war das zum Beispiel so der ersten Themenfelder, wo ich noch eher links unterwegs war, wo ich gemerkt habe, die Macht des Framings. Da wurde halt aus dieser Betreuungsgelderhöhung, die da eingeführt werden sollte, auf einmal die Herdprämie. Und da hatten sich explizit halt die linken Parteien, hatten das halt so geframed von wegen, ja, genau aus diesen Patriarchatsgründen, ja, dann wird ja die Frau nur noch zu Hause bleiben. Also die Herdprämie, weißt du, die soll am Herd bleiben, die soll jetzt im traditionellen Frauenbild den Mann versorgen und so weiter. Und die haben sich dann dagegen gestellt. Also die Parteien, die sich vornehmlich also sozial hinstellen. Ja, also eigentlich tut man ja Frauen was Gutes, also verglichen mit dem Zustand, wie es jetzt ist.
Schon lustig, dass da gerade von links da sowas kommt, aber klar. Ich glaube, es war Christina Schröder. Ich glaube, so hieß sie. Egal, ich kriege den Namen. Kameraden kommen und Pappkameraden gehen, ne? Ja, genau so ist es. Mal vergisst den Namen auch wieder. Gut, wir machen mal hier weiter. Das Rentensystem gerechter und vor allem zukunftsgerecht machen. Der Wirtschaftsweise Martin Werding fordert, dass der Staat dabei auch auf Aktien setzt. Gefährliche Zockerei oder Ausweg aus dem Rentendesaster? In Teil 2 klären wir, welche Lösungen uns Jüngere entlasten, damit wir nicht alle alt aussehen. So richtig Appetit auf das Rentnerlife macht das jetzt insgesamt noch nicht so, muss ich sagen. Oh Gott, das heißt, im Teil 2 wird diese Geschichte noch weiter ausgebaut, wie er durch die Stadt läuft. Mit seinem Petzhüter. Das ist doch so irrelevant. Also warum machen sie auch zwei Teile draus? Sie haben in diesem ersten Teil so wenig gesagt. Also man könnte bestimmt 3 Minuten wegcutten, wo die nur rumlaufen und irgendwelche High-Quality-Musik, die uns wahrscheinlich hier wieder Copyright-Strikes einbringt, spielen. Ne? Mindestens. Also zum Beispiel genau dieses Rumlaufen und die Stadt zeigen, was jetzt bei dem ersten Typen war, dem Volkswirtschaftler, dem Volkswirtschaftsstudenten. Ja. Warum haben sie das gemacht und sind dann weggesprungen? Also, oder diese Pralinen da essen und so, weißt du? Ja, ja, man hätte das ja schon ganz anders schneiden müssen. Da hätte ja dieser Tag bei dem, oder dieser Abend bei dem Chor, hätte da gereicht? Wo die sich da vorstellen mit diesem Xaver oder wie er hieß? Ja, ja. Aber ich hätte die ganze Szene erst im zweiten Teil gebracht, wenn die dann wirklich inhaltlich mal zu Wort kommen dürfen. Also, die haben ja nur, er hat sich ja nur vorgestellt, wer er ist und dass er sich damit beschäftigt, ja. Aber genau, er hat es gar nicht so wirklich jetzt über Maßnahmen gesprochen oder irgendwas, oder was, er würde sich ja politisch engagieren, was da sein Engagement so richtig ist. Alles war schon wieder super schwach geschnitten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob da noch was kommt. Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Oder nicht viel, deswegen, ich ganz ehrlich, ich würde mir den zweiten Teil nicht geben wollen. Also, wenn die Zuschauer Bock haben, können wir das gerne machen. Ja, den müssen wir da aber mal in einem Rutsch abreißen, also das war. Ja. Wenn das kommt, ja. Also, wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns das. Ja. Wenn nicht, auch okay. Ich meine, Quintessenz ist ja, die staatliche Rente ist nicht sicher, um mal einen Politiker etwas zu verhohlepiepeln. Wie hieß er? Die Rente ist sicher. Oscar Lafontaine, glaube ich. Ja, ich glaube, Lafontaine war das. War der das? Ja. Ja. Die Rente ist sicher. Ja, ich glaube, das war der. Ich habe keine Ahnung, okay. Nee. Aber der, ja, also der Zug ist abgefahren. Also der ist seit 40 Jahren abgefahren. Das war übrigens Norbert Blüm, meine ich. Verdammt, Axt. Ja, ja. Stimmt, Norbi, ja. Und achso, und übrigens, ich habe vorhin so gegoogelt hier, die Familienministerin damals war tatsächlich Christina Schröder. Yes, mein Namensgedächtnis hat mich nicht betrogen. 1-0 für dich. Jawohl. Okay. Also, jetzt nochmal auf die Lösung, die jetzt hier am Ende kurz angeteasert wurde, einzugehen mit der Aktiengeschichte. Kann funktionieren, aber ohne die passende Demografie auf Dauer auch keine Lösung. Ja, du brauchst Demografie dahinter. Und das ist immer und immer wieder das Grundproblem, was wir halt haben, durch die, auch unter anderem durch die hohe Migration. Also, das tut all die Probleme, die wir im Land haben, entweder schaffen oder noch verschärfen. Ja, also wenn wir eine gesunde Demografie hätten, hätten wir einen gesunden Arbeitsmarkt, wo man nicht 5000 Jahre auf einen Arzttermin wartet, was ja dann die Notwendigkeit erschafft, sich einen syrischen Arzt zu holen mit seinen 500 Cousins, die dann auch aus Versehen mitkommen, aber sei es dahingestellt. Also das bräuchte, man bräuchte ja keine Zuwanderung, wenn es hier läuft. Also ja, das würde. Eigentlich würde es fast alle Probleme lösen, die jetzt sozusagen gerade tagesaktuell sind. Ja. Naja, in 25 Jahren haben wir dann vielleicht die Lösung, sozusagen, wenn die nächste Generation steht. Jo. Gut. Na gut, Leute, schreibt es gerne in die Kommentare, ob wir uns den zweiten Teil noch anhören sollen. Genau, macht das. Ansonsten haut rein. Ciao, ciao.